Herzlich willkommen wieder beim aktuellen Duell diese Woche mit den Themen, die die Zeit prägen. Ganz konkret Florian Teichtmeister. Der Prozess beginnt am Dienstag. Der aktuelle Lehrermangel an den heimischen Schulen. Ist Erben unmoralisch? Stichwort Mateschitz. Und die Kurzfilme. Kommt Sebastian Kurz zurück oder tut man da jetzt nur so? Das werden wir jetzt alles besprechen. Einerseits wieder mit Eva Klawischnik. Vielen Dank fürs Kommen. Und mit Andreas Mölzer. Hallo. Florian Teichtmeister, der aufsehenerregende Prozess beginnt am Dienstag und der ist auch nur sehr, sehr kurz angesetzt. Theoretisch kann es schon am Dienstag ein Urteil geben, womöglich. Es geht ja um bis zu 70.000 Dateien im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch, die der 43-jährige Burgschauspieler bei sich gehabt haben soll, auf verschiedensten Datenträgern. Vorab einmal gleich ein Bauchgefühl, wird er verurteilt werden? Ja, mit Sicherheit. Er hat ja auch gestanden, er hat ja auch zusammengearbeitet, er hat die Daten alle zur Verfügung gestellt. Das ist ja eine unglaubliche Menge an Datenmaterial. Er sieht sich einer möglichen Haftstrafe von bis zu 3 Jahren gegenüber, wenn wir schauen, wie der Prozess ausgeht. Wobei Haftstrafe wäre eine unbedingte Strafe. Wenn er eine bedingte bekäme, könnte er frei gehen. Und zum Beispiel die Therapie, die er bereits macht, weiter fortsetzen. Ja, auf das hoffen seine Anwälte, dass es eine bedingte Haftstrafe wird. Mhm. Aber ich glaube, das wird schwierig. Der Fall hat in der Öffentlichkeit unglaubliche Emotionen hervorgerufen. Nicht nur wegen der Sachlage an sich, sondern auch, weil es offensichtlich einige gegeben hat, die das wussten in der Szene, in der Kulturszene. Mhm. Und auch was den Arbeitgeber, das Burgtheater betrifft, gab es auch zwar dann einen Prüfbericht, dass alles in Ordnung gewesen sei, aber das Ministerium wurde nicht informiert von Verdachtsmomenten. Also da ist schon einiges nicht so gelaufen, wie es eigentlich sollte bei solch ernsten Fällen. Das heißt, nochmal zusammengefasst, ja, er dürfte sozusagen eine Strafe ausfassen und das möglicherweise wirklich sogar unbedingt. Möglicherweise, ja. Also es ist die Öffentlichkeit emotional sehr involviert gewesen. Es gibt offensichtlich auch Demonstrationen rund um den Prozess, wo es um Kinderrechte geht. Und das ist das, was mir vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, nämlich welche Konsequenzen sieht man insgesamt? Also wird der Kinderschutz verstärkt? Bekommen die Vereine, die sich da um Kinder kümmern, in solchen Situationen mehr Geld, mehr Ressourcen? Also das darf nicht zu kurz kommen beim Schielen sozusagen auf eine prominente Persönlichkeit, die das alles zum Anstoß gebracht hat. Andreas Mölzer, unbedingte Haftstrafe, ist das denkbar? Naja, sein Anwalt, höre ich, sagt ja, der Mann gehört nicht bestraft, der gehört geheilt. Ne? Das hat vielleicht was für sich, weil das Ganze ist ja irgendwo in einem Maße krank, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Aber wenn das so wäre, ne, dann müsste er in den Maßnahmenvollzug kommen. Ne? Dann müsste, hat es ja früher geheißen, diese Anstalten für geistig abnorme Rechtsbrecher. Ne? Ob man ihm das wünschen soll, weiß ich nicht. Ne? Aber abgesehen davon, ich bin also weder Mitglied der Tugendwächterkommission noch das Gericht. Muss das Gericht beurteilen. Aber ganz abgesehen davon hat es eben eine gesellschaftspolitische Dimension, die Sie ja kurz angerissen haben, Frau Klawischnik, die ja schon, und da muss man schon bedenken, ne? Kinderschutz, die Ächtung von Pädophilie, das ist ja nicht unbedingt ganz so neu. Ne? Bis vor gut 20 Jahren war das bei den Grünen zum Beispiel in Deutschland, ich denke an die Ikone Cohn-Bendit und so weiter, ne? Noch nicht ganz so klar, ne? Dass das etwas absolut Ablehnenswertes ist, Pädophilie. Ne? Und vielleicht, ich weiß es nicht, das ist nur eine Mutmaßung, ne? Dass das in der Kunstszene so offenbar gerüchtehalber bekannt war und dass da alle geschwiegen haben und dass vom Burgtheater Direktor Kuscheid, der ganz überrascht war, bis was weiß ich was, eben alle irgendwo vielleicht geahnt haben, ne? Und nichts passiert ist, dass das nachwirkt, ne? Diese linke Geschichte, dass auch Pädophilie statthaft sein könnte. Mhm. Aber das ist im Grunde Geschichte. Ich weiß, dass es jetzt Gott sei Dank Common Sense ist, dass das grauenhafte Geschichte ist. Das ist auch gut. Aber das ist schon interessant. Die Kunstszene hat geschwiegen, hat Eva Klawischnik ja auch schon gesagt vorher, wissentlich sozusagen hier etwas gedeckt. Nachdem ich nicht Mitglied der Kunstszene bin, kann ich das nur mutmaßen. Mhm. Das ist aber schon heftig. Also im Nachhinein hat es einige gegeben, die gesagt haben, man hat darüber gesprochen und es wusste jeder, wer gemeint ist. Ja. Also normalerweise sollte das nicht sein. Und da sind wir wirklich beim Kinderschutz und beim Schutz von Kinderrechten. Also für mich geht da nichts drüber. Also Kinder brauchen einen absoluten und wirklich starken Schutz in Österreich. Mhm. Also das geht von Gewalt in der Familie, also
bis zu sexuellen Missbrauch. Es gibt aus meiner Sicht nichts Schlimmeres. Ja, also es ist in Mutterfrage, ich bin Vater, da sind wir ganz einer Meinung. Nur, eins muss man schon sagen, wir leben in Zeiten, in denen von Frühsexualisierung geredet wird und alles möglich. Alles ist heute, Anführungszeichen, ÖVP-Diktum normal. Ne? Von queer bis was weiß ich was, 14 Geschlechter, keine Ahnung, ne? wie die Häusl jetzt apostrophiert werden. Und in Deutschland kann man ab 14 Jahren das Geschlecht wechseln. Ne? Das ist die eine Seite, ne? Also eine Überliberalisierung, die also ganz merkwürdig ist. Auf der anderen Seite Kinderschutz, das widerspricht sich ein bisschen. Ne? Naja, also das, was in Deutschland jetzt diskutiert wird, also dass man Geschlechtsumwandlungen bereits mit an Alter entscheiden kann vor der Pubertät, also finde ich absurd. Also das geht mir also absolut zu weit. Also natürlich kann es Menschen geben, die, wenn sie erwachsen sind, in irgendeiner Form sagen, okay, ich fühle mich da jetzt nicht richtig in diesem Körper, die gibt es ja. Mhm. Aber das bei Kindern, also wo alles noch durcheinander ist, der ganze Hormonhaushalt spielt ja da verrückt in der Pubertät. Ja. Die soll man wirklich in Ruhe lassen und auch nicht verwirren mit solchen Dingen. Ja. Ganz Ihrer Meinung. Aber das ist eben der Gegensatz, ne? Dass wir einerseits uns alle jetzt einig sind, alle maßgeblichen Kräfte in diesem Land und nicht nur in diesem Land, auch in der EU, dass Pädophilie, dass Kinder geschützt werden müssen, dass das völlig unmöglich ist. Und auf der anderen Seite gibt es diese Bestrebungen, eben solche Dinge wie diese Frühsexualisierung zu machen. Das widerspricht sich für mich. Das finde ich irgendwo verrückt. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Es war auch früher so, also in den Zeiten, wo es noch keinen Frauenschutz und Kinderschutz gab, also dass sozusagen der Herr im Haus die absolute Gewalt hatte über sozusagen die Familie. Das ist schon länger her. Leider, ist schon länger her, aber selbst Gewalt gegen Frauen ist ja nicht so lange, dass das verfolgt wird, auch in der Ehe, dass du Vergewaltigung auch in der Ehe sozusagen auch anzeigen kannst. Also das sind viele Themen, wo wir uns, glaube ich, schon in eine richtige Richtung bewegen. Sehr überraschend war ja, dass am Tag vor Prozessbeginn, am Montag, also der neue Strafverteidiger, ein zusätzlicher, nämlich Rudolf Meyer, präsentiert worden ist, der Florian Teichtmeister additiv verteidigt neben Philipp Wollm. Es ist ein Zweiter, der sagt gleich, Teichtmeister hat eine Persönlichkeitsstörung. Und irgendwie hat man den Eindruck, es hoffen alle, dass das alles mit einer bedingten Strafe abgeht. Also de facto etwas, wo man weiterleben kann, ganz normal die Therapie machen kann, die schon begonnen worden ist, aber keine Spur von Haft. Das werden wir sehen. Also ich glaube eher, dass es eine gewisse Härte geben wird in dem Prozess. Eben auch, weil das eine sehr große Öffentlichkeit hatte und das auch eine Präjudizwirkung hat, natürlich. Ja. Es soll ja auch eine abschreckende Wirkung haben, ein Urteil. Es ist ja nicht nur die Sanktion gegenüber dem Einzelnen, sondern im Strafrecht, das hat ja auch eine zweite Achse. Das soll auch eine präventive Wirkung haben nach außen. Ja. Wir werden sehen. Ja. Also ich muss trotzdem ehrlich sagen, also für mich gibt es nichts Abscheulicheres, als da irgendwie Kinder sozusagen dazu missbrauchen. Und natürlich kann man sagen, das ist etwas, wo man jetzt mit Therapie und so weiter ansetzen muss. Aber er hat ja selber die Dateien verändert. Er hat ja da auch herumgebastelt. Ja. Also er hat sich selber auch in eine Situation hineinmanövriert, wo er das höhere Strafmaß auch aus dem gegenübersteht. Also werden wir sehen, wie das ausgeht. Ja. Also als Schauspieler wird er den Dr. Jekyll nicht mehr spielen können, nur mehr den Mr. Hyde vermutlich. Ne? Ja, obwohl er, das muss man auch dazu sagen, wirklich ein großartiger Schauspieler ist. Also das ist unbestreitbar. Ja. Gut, keine Frage, der Beruf tut hier jetzt aber nichts zur Sache. Und man muss aber auch sagen, er war sehr geständig. Das könnte strafmildernd ausgelegt werden und das könnte dann tatsächlich trotz allem zu einer bedingten Strafe kommen. Das heißt, er wäre auf freiem Fuß. Kann passieren. Aber wie gesagt, ich glaube, dass da hier auch eine vorbeugende Wirkung nach außen im Vordergrund stehen wird. Aber wir werden die Urteilsbegründung dann mit Spannung verfolgen. Und vor allem, was ich mit Spannung verfolgen werde, ist, ob es wirklich eine bessere Ausstattung der Frauenhäuser, der zum Beispiel des Vereins Möwe, also wo es einfach um Vereine geht, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern, die solchen Situationen ausgesetzt sind. Wir werden es in Kürze erleben. Es soll ja sehr rasch schon zu einer Urteilsfindung kommen und das Ganze passiert im Wiener Landesgericht vor einem Schöffensenat. Ein anderes Thema, Schulbeginn im Osten Österreichs. Wien, Niederösterreich und Burgenland haben jetzt am Montag begonnen. Montag kommender Woche dann die restlichen 6 Bundesländer. Insgesamt 1.150.000 Schülerinnen und Schüler, etwa 50-50 auf die beiden Eröffnungsmontage. Und sehr, sehr spannend, 120.000 unterrichtende Lehrerinnen und Lehrer gibt es. Aber, und das ist neu, es gibt auch Quereinsteiger, und zwar aus unterschiedlichster Herkunft. Soldaten haben sich gemeldet, Pensionisten haben sich gemeldet, Berufswechsler. 3.000 Personen haben sich gewechselt, die eigentlich keine Lehrerinnen und Lehrer sind, jetzt
sind sie aber genommen worden. 600 von ihnen unterrichten jetzt quasi bereits. Ist es gescheit, den Lehrermangel zu beheben mit Soldaten? Also ob es jetzt die Soldaten sind, also ich finde das Konzept des Quereinstiegs eigentlich spannend und interessant. Also wenn jemand aus dem Berufsleben kommt und in seinem Beruf was geleistet hat, also das der Jugend auch irgendwie mitzugeben und zu zeigen, dass es außerhalb der Schule Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten, sich zu entwickeln, das finde ich toll. Ja. Also es sollte auch eigentlich mehr passieren, dass man Leute aus der Praxis auch wirklich an die Schulen holt. Aber sie müssen trotzdem in irgendeiner Form eine pädagogische Grundausbildung erhalten. Das geht nicht in so einen Crashkurs. Das ist ja auch ein Handwerk, das Lehrer- und Lehrerinnenhandwerk. Das kannst du ja auch nicht so, kannst du ja nicht hinsetzen und einfach sagen, okay, jetzt spiele ich Gitarre. Ja, also aber man könnte den Andreas Mölzer fragen, ob er zum Beispiel Chemie unterrichten will. Wirklich nicht. Chemie, Physik, Mathematik, glaube ich, werde ich das nicht schaffen. Das würde ich andere gerne Gegenstände ja. vielleicht schon. Ja, ja. Na, was wäre das? Ja, Deutsch, Geschichte, Geografie, das kann jederzeit natürlich machen. Aber es ist jetzt so, das Konzept dieser Laienpädagogen, ja. das kann ja nur Übergangslösung sein. Ne? Ich habe in den 70er Jahren maturiert und da war es witzig, da war auch etliche Jahre so ein Lehrermangel, ne? Weil damals schon auch so eine Pensionierungswelle war. Und damals hat man, also meine Schulkollegen, Maturakollegen sind die Männer fast alle Lehrer geworden, was ja heute selten ist, ne? Weil man denen das Bundesheer erlassen hat, ne? Damals den Präsenzdienst nur zum Beispiel. Ne? Ja, war eine Maßnahme, die gewirkt hat. Das heißt also, Anreize setzen ist sicher wichtig und du brauchst schon, wie Sie sagen, ausgebildete Pädagogen, weil das ist ja keine Geschichte, die man so nebenbei machen kann, unsere Kinder zu prägen und zu unterrichten. Ne? Noch viel schlimmer ist ja, dass jetzt ruchbar geworden ist, wie der Heimunterricht stattgefunden hat während der Corona-Zeit von Eltern, die ihre Kinder nicht in den Schulbereich mehr integrieren wollten, sondern selbst unterrichtet haben. Das waren dann doch einige Tausend und da hast du quasi den gesamten Lehrstoff deinem Kind beizutragen. Ja, erstens hat das ganz sicher nur teilweise funktioniert, aber es war überhaupt der Unterricht, man vergisst ja das. Ne? Die Kinder waren ja monatelang nicht in der Schule oder eingeschränkt in der Schule oder sind den ganzen Tag gesessen mit einer Maske und mit einem Anorak, weil da ja das Fenster offen war im Winter und so weiter. Ne? Also was die Kinder da, mein Jüngster ist da vierte, fünfte gegangen, was in den Corona-Jahren, was man da eigentlich verbrochen hat, ne? Und was da also im Grunde für Defizite, ob die wirklich so leicht aufgeholt werden können, das habe ich Zweifel. Ne? Also was man da gemacht hat und wahrscheinlich alles ein Blödsinn. Ne? Also ich vergiss die Zeit mit Sicherheit auch nicht, weil ich habe mich auch gefühlt wie eine Heimpädagogin. Ja? Also weil mit zwei Burschen, also das war für die wie Ferien sozusagen. Ja, klar, da musste man irgendwie schauen, dass die, und es gab immer eine halbe Stunde Diskussion, bevor wir dann wirklich zum Stoff gekommen sind. Also ohne massive Mithilfe von vielen Eltern wären die auch durch diese ganzen Programme mit E-Learning und so weiter nicht durchgekommen. Also da haben vor allem Frauen viel geleistet, die haben da wirklich eine Doppelbelastung gehabt oder Dreifachbelastung. Also das auch noch irgendwie mitzunehmen, sozusagen den Unterricht. Und meine Frau hat fünfmal die erste Klasse Volksschule gemacht, ne? Und die zweite und die dritte. Vorgetragen. Das ist ein Nebenaspekt, nämlich was wirklich die Schule heute ausgelagert hat auf die Familien, das war ja früher nicht so. Ich bin ja in meinem Leben bei fünf Kindern nie in einen Elternsprechtag gegangen, darauf lege ich Wert. Ne? Weil die Schule ist die Schule und die hat das zu erledigen. Und was jetzt daheim und auch bei guten Schülern an Nachhilfe verlangt wird und was üblich ist, dass alle Nachhilfe haben und so, ne? Das ist unglaublich, was die Schule nicht mehr leistet. Das heißt, da haben wir sowieso eine Fehlentwicklung in den letzten Jahrzehnten schon gehabt, die dringend korrigiert gehört. Ja, es ist nicht von ungefähr, dass eine der erfolgreichsten Startups in Österreich eine sozusagen Nachhilfeplattform ist. Ja. Go-Student, die wirklich den Kindern und Jugendlichen hilft und wirklich sehr gut hilft. Aber das heißt ja, dass die Schule das nicht schafft. Die Schule leistet das im Moment nicht mehr und wir haben mit Sicherheit einen Lehrermangel auch so, dass du in der Klasse viel zu wenig Menschen hast, die individuell die Kinder auch fördern. Weil du kommst mit einer Person nicht aus. Du kommst wahrscheinlich auch mit einer zweiten nicht aus. Vor allem die Klassengrößen haben sich nicht wesentlich verkleinert, sind immer noch 25 plus. Und das ist schon eine Riesenherausforderung. Es ist ja auch schon eine Philosophie. Geht es darum, die Stärken zu stärken oder die Schwächen zu schwächen? Also ich bin absolut dafür, das Stärken zu stärken. Ja? Weil du beschäftigst dich, wenn du in irgendeinem Fach schlecht bist, die meiste Zeit, ich nehme jetzt Mathematik als Beispiel, das ist für viele schwierig. Und dann lernen sie jahrelang immer mit Nachhilfe Mathematik, bis sie es endlich geschafft haben durch die Matura, machen dann nie wieder was mit Mathematik, weil es ist einfach nicht ihre Begabung. Mhm. Anstatt sich in der Zeit wirklich um ihre Stärken zu bemühen. Mhm. Ich hätte mir eher immer gedacht, dass die Oberstufe schon eine Art, ein bisschen mit Lehrgängen, mit selber sich was aussuchen, sich selber den Stundenplan zu
zusammenstellen, wo man schon seinen eigenen Stärken und Interessen mehr entgegenkommen kann. Also eher so ein Kurssystem. Ja. Ja, aber Frau Klawischnik, da sind Sie auf der Reformschiene, wobei wir unser Schulwesen, das ja gut war, eins der besten global, ja zu Tode reformiert haben, seit der Kreisky-Zeit mit zahllosen Reformen. Schauen Sie, das stammt aus der Zeit von Maria Theresia, unser Schulsystem. Das beginnen wir schon, aber die Reformen, die ständigen Schulreformen. Ne? Aber das Interessante ist ja das, da sind wir wieder bei den Lehrern. Ne? Ich habe das Gefühl gehabt früher, das war irgendwie so ein Klischee, gerade am Gymnasium, Mittelschullehrer, da waren viele Spinner und skurrile Figuren und was weiß ich, so aller Feuerzangenbowle und so weiter, ne? Falls Sie so alte Filme kennen. Ne? Und das war aber merkwürdig. Aber du hast Lehrer gehabt, die die Kinder wirklich auch begeistern haben können für ihr Fach. Und das geht mir heute wirklich ab, ne? dass du Lehrer hast. Ich kann mich erinnern an meinen Klassenvorstand, gerade den Professor Dumitrovic, der hat war ein Choleriker, rot angelaufen, hat gespuckt und geschrien, aber war so ein toller deutschen Geschichtelehrer. Ne? Und daneben ein Ägyptologe, das war ein toller Mann, ne? Obwohl er sicher ein Psychopath war, ne? Kinderlos, frauenlos, ne? Aber das war ein toller Lehrer, also hat mich für mein Leben in diesen 4-5 Jahren, die ich gehabt habe, geprägt. Ne? Darum sind Sie Historiker geworden. Ja, und das geht mir aber heute ab, ja, sicher auch. Ne? Das geht mir ab, dass ich bei meinen Kindern Lehrer, die wirklich begeistern für ihren Fach. Ja, die gibt es natürlich schon aber auch wenig, noch. Ja. Kommt mir vor. Ja, und es ist mit dieser Zentralmatura hat sich das Verhältnis ja auch ein bisschen geändert. Also du bist jetzt als Lehrer, als Lehrerin eher sozusagen der Coach, dass du die Kinder da durchbringst. Und das ist gar nicht so einfach, weil diese Zentralmatura doch eine sehr hohe Hürde also für unser Schulsystem ist. Und eine gleichgeschaltete Nivellierung. Ich war in Mathematik über 7., 8., weiß ich nicht mehr, um was es überhaupt gegangen ist. Ne? Und bei der Matura schriftlich, habe ich natürlich Mathematik, also eine von 4 Beispielen hat man gehabt, ne? Eins habe ich geschafft, eins habe ich abgeschrieben, leider vorher schon einen Deckel gehabt. Ne? Ja. Einen Deckel gehabt, ne, habe ich dann mündlich antreten müssen, wenn mir der Professor Meyerhofer oder Kassen, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat mir halt ein paar Tipps gegeben. Ne? Und ich war sonst an sich mit Auszeichnung maturiert, aber in Mathematik halt. Ein Deckel Dreier heißt denn nicht genügend? Ja, natürlich. In der Schriftlich. Nein, Andreas Mölzer hat Professor Meyer. Nein, das war in der Zentralmatura, wäre das nicht möglich gewesen. Na, stimmt, ja. Und der hat gewusst, der ist an sich ein gescheiter Bursche, Mathematik ist ein Trottel. Helfen wir ihm. Also ich bin ja auch seit 30 Jahren quasi nebenbei Lehrer oder Professor an HTL und kann nur sagen, Zentralmatura ist ganz schwierig, du kannst den Individualismus nicht mehr im Unterricht rüberbringen. Es kommt eine zentrale Prüfungsangabe. Geholt wurden wir Externen aber, um individuelle Stärken einzubringen und Schülerinnen und Schüler auf die individuelle Berufszukunft vorzubereiten. Absolut, das ist Berufsschule, ja. Das ist vielleicht leichter. Steht auch im Widerspruch. Ja. Das ist also ein Widerspruch. Ich habe gesagt, wenn in meinem Fach einmal eine Zentralmatura ist, dann unterrichte ich nicht mehr. Gibt es noch immer keine Zentralmatura? Betriebstechnik, Betriebsmanagement, das kann ich immer nur bestimmen. Das gefällt mir. Ja, wir fragen uns noch, ist Erben unmoralisch? Da gab es ja jetzt etliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Liebesurlaub von Erben Mateschitz sozusagen, gemeinsam mit Vic Swarovski. Ja, wir haben das schon besprochen im Duell, aber heute noch einmal, wie unmoralisch ist das eigentlich? Und was bedeuten diese Kurzfilme eigentlich? Wird da möglicherweise tatsächlich ein Comeback vorbereitet oder ist das alles reiner Zufall? Viele Details dazu im heutigen Duell, gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung.